Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ich würde sagen, es ist soweit. Alle vier haben frühzeitig die Schule beendet. Zugegeben, bei einer Person müssen wir jetzt noch theoretisch den Schritt abwarten, bis das Ganze akzeptiert wird. Aber ich hatte das Gefühl, dass beim den ersten beiden Mädels, die ja in dem Fall damals noch zurückhingen, im Verhältnis zu Nicole, dass das vielleicht noch so ein, zwei Tage dauern könnte, was natürlich gerade dann hier so ein bisschen schade wäre. Deswegen ist Wurst, aber halt, wenn man schon versucht, sie so ein bisschen frühzeitiger aufs College zu schicken. Dementsprechend, wir haben beim letzten Mal schon mal geguckt, was es denn gibt an Cheats, wie man das Ganze beschleunigen kann. Und die Situation ist, glaube ich, relativ simpel. Mit Shift gedrückt auf den eigenen Sim klicken. Pack Cheats, Expansion Packs. Und da sind so ein paar Sachen mit dabei, wo ich eigentlich ganz gerne wüsste, was die anderen Sachen eigentlich tun. Also das kann Public Image anpassen. Sunbathing Options, I don't know. Das ist Enroll, genau. Cheat Eco Lifestyle NPC Role Behavior. Okay, das für den Create Snowboarding Video. Ah, interessant, was da zum Teil dahinter sich verbirgt. Gut, wir sagen auf jeden Fall jetzt University Debug Menu und sagen Enrolled in University. So, und damit bekommen wir den einen Screen, den wir erst bekommen würden, nachdem wir angenommen worden sind. Und ich hoffe mir einfach mal, dass das alles jetzt so halbwegs funktioniert. So, the University Enrollment Guide. Select, Degree Select, Housing Select, Tuition. Alles klar. Wir haben Choose a University to attend for this term. Das ist natürlich lustig. Each term lasts 1 week. Ich behaupte einfach mal, dass man nicht hin und her springen darf. Students will need to re-enroll after each term is over until their degree requirements are completed. Distinguished degrees are special degrees which earn Sims added benefits to their career. In the next page, choose a degree to view the benefits from taking that degree. Genau. So, wir haben zwei zur Auswahl. Und ich meine, das hatten wir alles schon mal gelesen gehabt. Und wir müssten eigentlich bei allen drei University of Bridgechester gewählt haben. Von dem, was wir uns da vorher angeguckt haben. So, als nächstes. Und da merke ich gerade, einen Moment, mir fehlt noch eine Sache, die ich im Hintergrund eigentlich immer gerne offen habe. Lass mich das ganz kurz ansteuern. Genau. Welche Traits sie alles haben, etc. habe ich mir niedergeschrieben. So. Wir haben jetzt die unterschiedlichsten Hervorhebungen, welche Degrees man bekommen kann. Wir haben mitbekommen, jedes College hat mehr oder weniger die gleichen Auswahlmöglichkeiten, nur dass dann halt eine Seite gewisse Sachen in Distinguished Degrees sind und andere wiederum nicht und die anderen haben das dann genau umgekehrt. Das heißt also, das wie der Communications Degree wäre meines Erachtens etwas, was sie vielleicht verfolgen könnte. To understand one another, we must first learn how to communicate with one another. With an emphasis on building the charisma, writing and logic skills. The communications degree is a big help to anyone looking to work efficiently in a professional environment. Degree benefits. Due to the University of Bridgechester's prestige in this area of study, this distinguished degree allows for entering at high level with a large signing bonus, by greatly increasing daily pay, job performance and vacation days on the following careers. Also hier wird sogar nochmal vorgehoben, wer davon profitiert. Wo ich mich wieder frage, gerade wenn Mods ja mit im Spiel sind, wie die Berufe damit hier irgendwie angesprochen werden. Können die damit angesprochen werden? Haben die Macher das auch damit eingeplant? I don't know. Auf jeden Fall, wir sehen sowas wie Charity Organizer, Civic Planner, Journalist Management und Public Relations. Man hat natürlich auch so ein bisschen, gerade mit ihr, vielleicht Überlegung. Frag mich, ob sowas wie Gamer überhaupt hier ernsthaft unterstützt wird. Ich sag einfach mal eisenhart nein. Ob sowas wie Internet-Personality unter Drama natürlich angesprochen werden kann. Okay. Ich würde trotzdem sagen, das macht sie. So. Choose Class Load. Dann gucken wir mal. To complete a degree, a Sim must pass 12 total courses. Sim may enroll in up to 0 courses per term, but with one being an optional elective course. Courses help students build the necessary skills for careers in their field. Why electives offer a chance to learn from a wide variety of skills that may not be as relevant. Both core and elective count towards degree completion. So. Das heißt also, wir haben 12, die wir machen müssen.
Wir können mehrere Klassen auswählen. Ich will mal wissen, wenn ich sage 4, dann kann ich keinen mehr auswählen. Da sieht man sowas, was man macht. Communication Basics, How Culture Influences Society, Sourcing Data, Intro to Journalism, Writing the Truth. Wenn man 3 nimmt, gehe ich mal davon aus, genau, dann taucht das hier auf. Ich will wissen, wenn man 2 nimmt. Okay, also scheint der Fall zu sein, dann würde das immer noch gleich bleiben. Gucken wir mal trotzdem mal. DJ-Mixing. Okay, also immer am besten so ein bisschen auf die Highlight-Wörter gucken. Ah, Diago for Synths, DJ-Mixing. Also hier ist Mixing-Skill. Hier ist Beyond Selfie-Photography. Also Photography, Charisma, Cross-Stitching, Gardening, Comedy, Media Production, Raw Temperature and Cooking, okay. Spin, Snack, Swag, Dance, Tummy Rubs, Veterinarian Processes, wo ich dann wieder nicht ganz sicher bin, was es dann tatsächlich tut. Und dann nochmal Writing, Fiction, or Are We? Mhm. Okay, also dadurch, dass wir mit ihr, wir sind offiziell immer noch Geek Creative bei Nicole. Wir haben aber gleichzeitig so ein bisschen die Idee verfolgt, dass sie die Person ist, die versucht, einerseits diesen Geek-Aspekt beizubehalten, aber auch sehr sozial zu sein. Ist dann, ihr Communication ist meines Erachtens immer noch richtig. Die Frage, also was wir machen, ganz bewusst mal hier, Spin, Snack, Swag und Dance als dritten dazu, als vierten in dem Fall. Frage ist, und das habe ich natürlich schon so ein bisschen selber rausfinden dürfen, umso mehr man natürlich nimmt, umso mehr hat man natürlich einen Aufwand. Und da ist dann halt die Frage, ich weiß was, ich gucke einfach mal ganz kurz. Wenn es denn macht, Sims 4 University, was sucht man da? How many classes? Genau, how many is taking at once? Irgendwelche Empfehlungen. My Sim is doing 2 classes and debate team at esports. She very nearly kills herself every day to get shit done, but she only got 2 more. Okay. My fine art Sim banked out 3 or 4 classes each term, but she's also a practical. Okay. 4 nearing end of 3rd term. She's actually doing okay, but doesn't socialize enough. Ja, das hatte ich nämlich auch schon so ein bisschen mitbekommen. Und zwar, man muss halt nebenbei Sachen erledigen. Das ist also nicht so wie jetzt bisher, dass man nur Hausaufgaben hat. Man hat hier mehr Hausaufgaben. Das heißt, wir müssen da wirklich mehr Sachen machen. Wir müssen für jede Sache dann nebenbei noch studieren, plus eventuelle extra Sachen. Und dementsprechend 4 könnte relativ viel sein. Wenn man meines Erachtens das natürlich hinbekommt, dann kann man natürlich das relativ schnell 4, 8, 12 eigentlich ganz gut abschließen. Das heißt, also theoretisch 3 Wochen, dann hätte man das. Ich würde es ganz gerne mal so probieren. Einfach mal so zu zeigen, wie das aktuell aussieht. Aber, und das weiß ich auch schon, es ist möglich mit MCCC, also dem Extra Sheets Ding, im Hintergrund zu sagen, dass die Hausaufgaben zum Beispiel wenigstens einen Ticken schneller abgeschlossen werden können. Und ich denke, wenn man weiß, man hat so viel, dass man machen muss, vielleicht ist das gar nicht verkehrt. Also hier machen wir das einfach mal. Die Dance-Sache ist ein bisschen Flavor, würde ich mal behaupten, für sie. Und dann kommt das jetzt. So. Housing Options. Der mit der Rakete da hinten. So, ist hier irgendwo noch eine weitere Vorhebung? Off Campus, move on a different lot. The Darkwing House, the University Housing in Drake Hall und the Wyvern Hall. Okay, also no gender restriction. Jeder hat so ein bisschen was. Nee, ist nur andere Hervorhebung. Dann nehme ich doch the Wyvern Hall. I don't know. Sims may choose to live in university housing. This places Sims on campus living with other non-playable roommates also attending university. Housing costs will be paid per term, and Sims are encouraged to bring everything they may need for university or to university in their own personal inventory before moving, as they will not be able to alter university housing directly once moved in. Student essentials will still be available to purchase at kiosk at on the university campus. Okay. Yes. Und dann haben wir hier Tuition. Guck mal, University Term Cost. Was wird hier vorkommen? The term costs are exactly 1 term, in Klammern 1 week of schooling. Sims will have to re-enroll after each term to complete their degree. Alles klar. So, wir haben Hervorhebung Communication Degree Class. Die unterschiedlichsten Klassen, alles klar. Da wird auch hervorgehoben, für was das ist. Also Charisma, Writing, Dancing. Dann sehen wir noch Housing Costs. Und
Hier sind sogar zwei Sachen mit dabei, die immerhin die Kosten reduzieren. Wir müssen aber trotzdem weiterhin 423 zahlen. Ich sag mal, das sollte immer noch in Ordnung gehen. Interessanterweise zum Beispiel Payment Options. Ich denke nicht, dass da viel, genau. Tuition is paid with a loan that the sim will owe. The money owed is the total cost plus interest. Mhm. So, 444 ist also total, wenn man das nicht zahlen könnte. Was ich sag einfach mal, wir gerade so hinbekommen. So, split from household and move. Was passiert? Und schön ist natürlich, dass ich das aktuell... Okay, also ich gebe denen mal Geld jetzt noch in die Hand. Yes. So, wie spielt man das jetzt? Denn die anderen müssen ja logischerweise ihr Zeug nach auswählen. Okay, und dann wären wir hier einfach jetzt komplett alleine als eigene... Schade eigentlich. Als eigene Familie da reingeworfen. Ja. Das ist natürlich jetzt interessant zu beobachten. Ebenfalls sehr interessant zu beobachten, wie... Ich sehe hier relativ große Zimmer, ich sehe aber auch zwei Kabuchten. Denn die Idee war ja eigentlich schon, dass dann halt noch zwei weitere jetzt hinzugefügt werden, die ebenfalls noch hier leben sollen. Dementsprechend, wir werden jetzt mal nochmal auf Manage Worlds gehen, ganz bewusst zu unserem alten Familienbereich gehen und gucken, wie ich es schaffe, die beiden anderen Nasen noch hier zu Nicole hinzuzufügen. Wenn das nämlich alles nicht funktioniert, dann vielleicht müssen wir das dann doch von zu Hause aus machen. Denn die Idee ist nun mal, dass die zu dritt dahin gehen und nicht jeder das von denen einzeln macht. Denn wie angemerkt, wir müssen die alle aktiv spielen, damit das mit der Universität auch funktioniert. Wenn wir nur einen von denen spielen, machen die anderen beiden das nicht mit. Okay, was wird mir hier gerade entgegengeworfen? Warum? Hast du sowas immer angehabt? I don't know. Okay, dann machen wir mal die nächste Person, die jetzt Universität... Apply? Moment, Application Status? Du hast das doch auch schon geschafft gehabt. Hast du das noch nicht gelesen? Muss ich das erst aktiv lesen, damit das funktioniert? Acceptance Letter, yes. Okay, University Enroll. Okay, mach mal bitte dahin, denn wir dürfen nicht vergessen, die Zeit läuft jetzt schon. Die andere Dame. Verma has earned 7000 from investing this week. Ja, wir kriegen jetzt einfach noch mehr passives Geld entgegengeworfen. So, heute noch. Okay, wunderbar. Wir sagen auch hier wieder Bridgechester. Wir sagen mit ihr, dass das Ganze in die Musikrichtung gehen soll. Author, nope, History, System, nicht Fine Art, Musician, genau. Dann gehen wir hin, mach auch mal hier ganz bewusst wieder 3. Beginning, Brushwork, Go, Figure, Drawing, if it ain't Baroque. Das ist ein bisschen schade, denn man würde denken oder hoffen, dass man eher nur eine dieser Sachen macht, die Art History. Patron of the Arts, nee, das ist ja gar nicht die Richtung. Und dann wollen wir mal ganz kurz gucken, wenn wir noch sagen, wir fügen einen hinzu. Oh, und hier sind zum Beispiel, glaube ich, andere Sachen dabei. Mixing, Videogames, Charisma, Chess, also Logic, Debate, Fitness, Flower Arranging, Gardening, Cooking, Media kennen wir, Mixology, Piano. Ja, okay, dann sollten wir das natürlich nehmen. Cooking, Violin, was natürlich Arschloss ist. Paintings, Rocket Science. Okay. Dann nehmen wir Piano, weil wir das noch lernen müssen. Wo man von der Logik vermutlich dann eher die Violine nehmen würde, wenn... Warum eigentlich nicht? Gehen wir doch lieber Violine. Gut, dann sagen wir jetzt auch Wyvern Hall. Kriegen hier eine Übersicht. Ja, das kostet natürlich jetzt hier wieder. Und ich meine trotzdem immerhin minus 700. Aha, okay, die wandern dann alle darüber. Und dann ein drittes und letztes Mal auch noch für die gute Patricia. Arts History, interessanterweise. This is a distinguished degree, this is university, and not sufficient. Nur, wow, sie hat Sachen, wo sie nicht gut genug drin ist.
Sehr interessant zu beobachten. Wirklich sehr interessant. Denn die anderen beiden hatten das nicht. Und wie schon so ein bisschen angemerkt, Emily und Patricia sind die beiden, die immerhin schon den Skill auf Maximum gebracht haben. Nicole hingegen, ich meine, mit Videogaming kam sie mit 7 dem so langsam entgegen. Aber das hätte ich nicht erwartet, dass hier sie wiederum diejenige ist, die aus gewissen Sachen ausgeschlossen worden ist. Okay, wir gehen Culinary Arts. Da gehen wir die Chefrichtung, sagen 3-mal Chef und 1-mal Singing. Fitness ist eigentlich das Ding, was man definitiv nehmen sollte. Was sonst noch dabei? Paintings, Mischief. Interessant, was die... Extreme Knitting. Programming. Interessant, wie das von... Ich weiß nicht, wie die Logik dahinter tatsächlich aussieht. Wenn man die Skills hier an der Seite sehen würde oder wie auch immer, dann könnte man da mehr nachvollziehen, warum gewisse Sachen existieren oder nicht. Aber Fitness ist hier die Idee. So, wir sagen auch hier wieder Wyvern Hall. Wir kriegen auch nochmal hier eine Übersicht und ja, hier wird weniger gezeigt, weil das Athletics Scholarship tatsächlich aushilft. Bisschen mehr zumindest. Oh, come on, don't fucking die on me. Wie man jetzt hier, denke ich, schon relativ gut sehen kann, ich behaupte es einfach mal so, dass scheinbar diese eine Bereich in der Universität, so Wyvern Hall, als eine Familie zählt, obwohl hier man so transweise kaum nichts hervorkommen wird und nicht halt Wyvern Hall. Also keine Ahnung, wie die Logik ist, aber das Spiel scheint zu realisieren, dass die immerhin alle in die gleiche Richtung wandern. Das heißt also, wir verabschieden uns jetzt hier wirklich von Ford und von Velma und machen die Reise mit den Dreien weiter, was mehr oder weniger die Idee war. Ich hatte nur so ein bisschen erhofft, dass man irgendwie, so wie man es eigentlich aus anderen Situationen kennt, wenn man irgendwo auf einem anderen Lot unterwegs ist, dass man die dazu rufen kann oder zu denen rüberspringen kann, aber nicht, dass man das so aufteilt. Jetzt aber wirklich. Es möge losgehen für die drei. Quit the lifeguard career. Ja, okay. And the soccer team is now a trainee. She can start immediately by improving her soccer skill. Her first team activity is on Friday. Okay. Wir sind jetzt auf einmal hier in unserem Bereich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das tatsächlich vom Aufbau ist. Assign bets kann man hier sagen. Dann sollte man das auch tun. Und ich würde sagen, auch wenn hier andere gerade unterwegs sind, das hier wird unsere Ecke. Wir machen ganz bewusst, Emily kriegt das dunkle Bett, Assign. Oh wow, da kann man also hier, ich weiß immer nicht, was sie hier trägt. Du kriegst das da. Wir sagen, du nimmst das da. Sich selber auswählen, ja. Und du, Moment, ist da schon jemand anders Singlebed? Jetzt ist es unser Singlebed. I don't care. Mir ist wirklich Wurst, wo die anderen sich hinbegeben. Gut, jetzt kommt so ein bisschen der wichtige Aspekt. Wir dürfen hier gleich von Anfang an eigentlich uns auf das Wichtige stürzen. Und zwar, ja, wir haben hier zum Beispiel Hausaufgabenbücher mit dabei, aber wir haben was Neues, University Homework. Und da ist zum Beispiel jetzt hier... Do homework for beginning brushwork, for go figure, drawing. Wir haben 4 Kurse, das heißt, wir dürfen 4-mal Hausaufgaben machen. Ebenfalls zum Beispiel hier, term presentation. Wir müssen also jetzt auch hier etwas vorbereiten. Und da müssen wir dann halt für jeden gucken, yep, weil die nämlich eventuell alle das haben könnten. Nicht müssen, aber können. Zum Beispiel sie hat's nicht. Hast du es wirklich geschafft, den Kuchen an... Ich habe den Kuchen wirklich rein ins Inventar getan. Und hab mich dann in den Rechner gesetzt. Und du hast es schon geschafft, es lag im Bauinventar. Im Familieninventar, das man hierüber aufruft. Also da hatte eigentlich keiner eine Chance reinzubeißen. Und du hast es geschafft, auf der Reise hier schon einen von denen zu entfernen. Ganz großes Kino. Okay. Acceptance Letter hast du dabei. Mein Glückwunsch. So. Ich brauche... Achso, hier, sie sitzt hier genau vor einem Rechner. Ich werde nämlich das, glaube ich. Überleg gerade. Nee, lass uns mal wirklich den Anfang mal so es lassen, wie es eingestellt war. Das heißt, wir starten mal. Pee like a champion. Dir geht's soweit ganz gut. Mein Glückwunsch. Das heißt also, du fängst gleich einfach mal mit den Hausaufgaben an. Dir, du hast Hunger.
wollte mir noch nicht erzählen, dass es hier keine Kochmöglichkeiten gibt. So, nicht mal ansatzweise? Really now? That's kinda ass. Das heißt also, ich müsste dann jetzt hier wirklich erstmal raus. Sit in und skill. Okay. University Housing. Okay, das ist das andere Haus. You Bright. Okay, also hier hat man dann halt immerhin so den aktiven Punkt, wo man dann hingehen muss. What is this? Get info, buy items. Deswegen, die müssen also wirklich jetzt da runterrennen, um sich was zu essen holen. Am liebsten würde ich mit Cheats kurz das Buy-Menü eigentlich öffnen und wenigstens so etwas anbieten, dass man sagt, man hat irgendwie einen Grill, den man hier draußen hinstellt. Alles klar. Dann können wir jetzt hier uns mal so ein bisschen aushelfen. Ich weiß, das ist nicht so unbedingt die Idee, aber ich sag einfach mal, whatever. Ich will, dass man hier so ein bisschen wenigstens die Möglichkeit hat, was zu tun. Fire Boss of Grilliness. Grilliness. Deswegen einfach so ganz simpel in die Ecke stellen. Ja, wie immer, muss aufpassen. Das Drehen ist die gleiche Taste wie, oder genau daneben ist die Aufnahme-Stopp-Taste. Hooray. Okay. Wir haben also jetzt hier einen simplen Grill hinzugefügt. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was man hier machen kann oder sollte? Ich meine, es gibt vermutlich sowas wie... Achso, man könnte hier ernsthaft überlegen, sowas wie einen Snackautomaten einfach aufzustellen. Penthouse Requirement Items. Auch interessant. Wo waren die Storage? Na, vermutlich nicht. Appliances. Hier sind so ein paar Sachen mit dabei. Genau die Dinger einfach. Dass man das irgendwie ganz bewusst so macht, dass die dann hier einfach davor stehen oder sowas. Irgendwo. Mal ganz kurz das Ding in groß sehen. Ja genau, dann stellt man das tatsächlich einfach dahin. Dann sollen die ganz bewusst hier so stehen. Was haben wir hier eigentlich alles? Hot. Freeze Snack Hot. Come on. BB Move Objects. Thank you. Okay. Super. Dann haben wir jetzt hier drei Sachen. Notfalls haben wir noch einen Grill. The venue is still incomplete. Yes. Just F off. Thanks. Gut. Gut. Das heißt also, wir brauchen jetzt hier keinen Blödsinn treiben. Wir können einfach hier nebenbei kochen. Grill Hamburgers. Achso, du hast natürlich schon House of Commons angefangen. So, du natürlich auch. Das ist natürlich relativ ulkig, hier andere Leute Funi anzutreffen. Und Kumiko Ushida. Wir haben Mirai Kobayashi. Wir haben Miho Hara. Wir haben... Kennen wir dich nicht? Nee, aber beeindruckender Bart. Okay, auf jeden Fall, jetzt haben wir hier einige Leute am Start. Keine Ahnung wirklich, wie das dann aussehen wird, wenn die mal müde werden. Also es könnte sein, dass wir hier demnächst ein paar Tode miterleben dürfen. Okay, das Doof ist definitiv nur, dass ich jetzt keinen... Deswegen, ich hätte ganz gerne halt den Kuchen. Reach Level 3, hooray. What, wo hast du das denn hingestellt? Habt ihr wirklich keine... Okay, einen von denen, die das hätten hier... Okay. Okay. Dann lasst uns... Was haben wir da eigentlich? Deswegen ist es natürlich schön, hier sowas wie überhaupt nichts als kleinen Bereich zu haben, der dann da zugemauert worden ist. Deswegen hier krankt es eigentlich an jeder Ecke. Und klar, man kann sagen, das ist zu einem gewissen Grad realistisch. Aber wenn man schon zum Teil kaum Platz hat, hier ernsthaft seine Projektsachen aufzustellen. Okay, gib mir mal, liebes Spiel, irgendeinen Surface. Von mir aus für draußen erstmal irgendwas Simples. Irgendwas Simples, habe ich gesagt. Ist ja schon fast zu schön dafür. Gibt es nicht irgendwas Besseres?
Hier sind so ein bisschen die merkwürdigsten Sachen mit dabei. Deswegen, wenn das alles ein Ticken größer wäre, dann könnte man hier immerhin, keine Ahnung, so ein Picknick-Table hinstellen. Und der existiert natürlich auch schön nur in den dümmsten Farben. Achso, das ist alles. Der ist zum Beispiel schon für meinen Geschmack fast zu groß. Ja, genau, den da hinstellen. Ich weiß ja nicht, wie ich das mit dem Kuchen machen werde. So, jetzt kannst du kurz was essen. Ich weiß immer noch nicht. Also, die haben wir einfach noch nie angehabt, die Klamotten. Send everyone home. Ich frage mich, was dann passiert. Ob die dann alle abhauen? Roommate's Friend. Hey, nur du hast diesen Titel. So, du wiederum. Wie sieht's denn aus? Do homework. Achso, müssen wir eigentlich irgendeine Logik verfolgen? 19 hours. 5 days. 15. Okay, und da, also auf jeden Fall, hier haben wir nochmal eine gute Übersicht. Lass mal halt machen. Take final exam. Homework. 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 Aber submit paper. Take final exam. Submit papers. Okay, also da müssen wir dann auch noch was anderes nebenbei machen. Wo ich dann auch schon wieder sage, how? Mit dem einen Rechner? Mit dem einen fucking Rechner? Deswegen, am liebsten hier wirklich log for everyone but household members. Ernsthaft, das ist jetzt unsere Ecke. Gott, hier steht so viel Schrott herum. Murat. Okay. Dann, ich sage einfach mal, ich kaufe das jetzt und ziehe denen dann das Geld ab. Und zwar, wir kaufen, war das das Ding, was wir da, das sind natürlich mit 4000 eine ganze Ecke. Okay. Kriegt jeder von euch einen dieser Rechner hier. Was sind das? 1400. Dann sagen wir also 1500, drehen das einfach ein bisschen hoch. Haben wir also 4,5, die ich abziehen werde. Ja. Dann sagen wir einfach Money. Also, ist so wichtig ist es auch nicht. Dann sagen wir, das sind noch Taxikosten mit dabei. I don't know. Gut. Es wurde auf jeden Fall hier schon mal so ein bisschen angefangen. Play some Scuffle. Yep, hat man genau richtig verstanden, gleich von Anfang. No, dein Ding ist hier drüben. So, gucken wir mal. University. University Coursework. Cheat on Homework. Study. Ja, auf jeden Fall sowas wie Term Papers können jetzt auch noch hier geschrieben werden. Research ist ein bisschen zu spät dafür. Gut. Mach mal bitte weiter. Du hast nämlich anderes Zeug zu tun. Und sind die Trennwand. What is this? Was ist das offiziell, wenn ich fragen darf? Oh, okay. Weil das ist ja das, was ich im Endeffekt für eine lange Zeit hier gesucht hatte. Das ist sogar gar nicht mal doof. Yeah. Yes. Und es ist sehr schön, als wir die da hingestellt haben, ist es da merkbar dunkler geworden. So, und jetzt suchst du mehr oder weniger nach einem Punkt, wo du, ja, du willst das natürlich hinlegen, deswegen ist das hier schon alles wieder zu doof. Am liebsten hätte ich dann hier schon wieder irgendwie einen extra Tisch noch hingestellt. Okay. Extra Tisch plus Sitzmöglichkeiten? Ich sag mal, das kriegen wir nicht hin, solange das da steht. Ja, das ist natürlich das Problem, dass die Cheats natürlich jetzt hier wirken. Und alles so ein bisschen im Weg stellen. Ja, ist auf jeden Fall schön, wie ich hier gleich von Anfang an es so ein bisschen anpasse, damit es gefühlt spielbar ist. Und ja, ich kann verstehen, dass natürlich der Witz sein soll, dass man dann halt irgendwie rausgehen soll, aber oh boy. Aber ich habe halt einfach nicht die Zeit, jeden da irgendwie einzeln drunter zu ballern. Okay, der ist auch schon wieder zu groß. Und das ist der simpelste Tisch. So, gucken wir mal, mit Plus kann man hier den da einfach durchwandern. Deswegen halt so ein bisschen wenigstens. Also ist es vielleicht besser, den lieber so zu stellen? Wenn wir den nämlich so hinstellen, dann können wir nämlich tatsächlich drei Stühle da haben. Okay. Und dann, okay. Vielleicht nicht die furchtbarsten Stühle. Weißt du was, wir nehmen einfach den hier nochmal. Kann ich wenigstens einen anderen Swat wählen?
damit der so ein bisschen passender ist. Achso, dann kann man ja theoretisch ja ruhig Farben nehmen, die passend für sie sind, obwohl es ja Wurst sein soll. Und von mir aus nochmal grün. Okay. Wunderbar, damit habt ihr also hier eure eigene kleine Ecke noch. So, du hast dich auf jeden Fall da mal hingefunden. Du hast Hunger, dann ist es natürlich hier schon mal gut, dass wir ja schon mal da Teamwork geleistet haben. Oh boy, okay, also das ist wirklich Unisex. Wo ich mich frage, wie viele das tatsächlich so mitmachen. Okay, hier sind auf jeden Fall nochmal eine Handvoll neuer Leute aufgeploppt. Celebrity Level Lost, no. Oh, wir haben unsere Violine zu Hause gelassen. Das ist natürlich auch nicht ideal. Deswegen, ja, gerade hier. Ist das Scooby? Nee, Scooby-Doo ist nicht, natürlich nicht. Ich meine, der Dings hier heißt. Komplett den Namen vergessen. So, hast du nichts Besseres zu tun? Oh, du hast immerhin schon die erste Sache abgeschlossen. Good job, actually. Kann sein, dass hier schon Cheats aktiv sind? Weil, wie ich schon mal angemerkt hatte, ich durfte schon mal feststellen in einem anderen Save, dass das alles zu langsam vergeht und habe das dementsprechend leicht erhöht von der Geschwindigkeit. Aber einerseits, ja, habe ich in der Vergangenheit mitbekommen, dass sich das halt von einem zum anderen Save auch speichert. Aber als ich mir das hier angeguckt hatte mit MCC, hieß es, dass es auf 0 steht. Es geht irgendwie minus 10, plus 50 oder irgend sowas, wie die Geschwindigkeit aussehen soll. Ja, auf jeden Fall, der Witz ist, wir müssen Hausaufgaben machen. Wir müssen hier Präsentationen vorbereiten. Wir müssen lernen für dann die finalen Sachen. Deswegen, eigentlich müsste man jetzt hier vermutlich clever sein, gucken, was man als nächstes hat. Beginning Brushwork. Genau, also da hast du die Hausaufgaben schon angefangen. Als nächstes müssen wir dann also Serenading Sims on a Violin lernen. Term Paper Presentation. Also die eine Presentation haben, da müssen wir gucken. Das wird dir relativ zügig machen. Oh, du hast den Barista-Job. Interessanterweise hast du den nicht verloren. Dann sollten wir hier mal kurz nachhelfen. Restraw vom Term. Quit Job. Oh boy, und dann ist eigentlich schon angesagt, eigentlich zu Bett zu gehen. Da wird nämlich hier schon jemand sehr, sehr müde. Ja, sleep. So, was ist das für eine Hausaufgabe, die du da gerade machst? Ist nicht mehr Communication Basics. Das hast du nämlich abgeschlossen. Dann lass es mal dabei, was du jetzt schon hast. Auch mal mit dem Chatting auf, denn wir haben hier dringende Sachen zu erledigen, und zwar schlafen. Yes. Wir waren, glaube ich, einmal arbeiten. Dann haben wir schon wieder aufgehört. That's life. Okay. Als nächstes, was machst du gerade? Fitness. Gerade der eine, der eigentlich erstmal Wurst ist. Sorry, aber wir brauchen, Moment, Kitchen Knowledge. No, nicht auf dem Boden abliegen. Das Zeug finde ich doch nie wieder. Kitchen Knowledge. Okay, also wir gehen wirklich einfach überall hin, wo wir lustig sind. Hauptsache, wir machen unser Zeug. Gut, dann, sorry, mach das mal wirklich noch fertig. Hello, fight with a Dean. Ich glaube mal nicht the Dean, sondern jemand, der Dean heißt. Ja, das ist... Ja, da ist hier schon so ein bisschen der Punkt, wo man dann sagt, klar, man hätte vielleicht selber die Violine mitnehmen müssen oder ähnliches. Gleichzeitig aber auch wiederum... Weißt du was? Ich nehme die Violine tatsächlich, glaube ich, einfach hier als Cheat mit. Gib mir einfach Violinenübersicht. 15.000, muss man überlegen, kostet 15.000. Und keine Ahnung, wenn dann halt der Term hier endet, dann, oder man endlich damit durch ist, dann können wir einfach hingehen und das Ding hier löschen. Deswegen ist einfach das Ding von zu Hause mitgenommen. Wir roleplayen das Ganze einfach jetzt. So, Playform. Mein Glückwunsch. Drummerton Trash ist weiterhin. Go for a jog. Okay, das würdest du immerhin noch hinbekommen. Aber du musst dich jetzt ernsthaft beeilen. Vielleicht müssen wir da auch ehrlich mal gucken. Du hast nämlich immer noch Punkte, die du vergeben kannst,
Never Wary wäre natürlich jetzt hier einer der mit einfachsten Sachen. Jedenfalls hätte man vielleicht mal gucken sollen. Haben die eigentlich schon als Auswahlmöglichkeit mit dem Geld? Deswegen, man hätte das vermutlich machen sollen. Dass man wirklich... Ach, schade. Whatever. Die kriegen das auch schon irgendwie so gebacken. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das hier hinbekommen soll. Mit den Followers. Was schade ist, denn das ist, ja, das ist tatsächlich der letzte. Gibt es eine Möglichkeit, außer irgendwie auf Musiksachen zurückzugreifen, wie man hier an... Wo das ist das große Problem. Man hat einerseits irgendeine Social Media Timeline, man hat Social Bunny, was meines Erachtens nicht das gleiche ist. Man hat Fame Level. Deswegen also die Idee von, ich werde einfach hier. Moment, wo war das? Hier, ja. Warum haben wir das so lange gedauert? Man geht einfach hin und bekommt hier sein Public Image auf ein höheres Level und dementsprechend bekommt man mehr Followers, ist meines Erachtens so. Überhaupt nicht der Fall. So, Mädel, hast du es denn endlich mal geschafft? Na, vielleicht muss man einfach ernsthaft überlegen, das so ein bisschen zu beschleunigen. Bei den ersten beiden wirkte das ganz gut, aber vielleicht ist es einfach nur der erste Tag. Was ist dein Problem? Drawing out of control. Really? Denn hier möchte ich nochmal vorheben, ich habe mich wirklich nochmal hingesetzt und habe eigentlich extra Einstellungen hinzugefügt. Warum ist Tina Belcher hier? Warum will Tina Belcher mit mir reden? Warum ist die Verkäuferin hier? Warum sind überhaupt... Okay, ich meine... Obwohl, wir als Adult durften da ja nicht mehr. Young Adults durften hier hin. Whatever that is. So, könnte man aufhören, mit mir zu reden? Ich will meine Hausaufgaben abschließen. Thanks. So, dann... Ich weiß, es ist zwar doof, jetzt Make-up... Ich sag mal, Make-up anzulegen, wenn wir eigentlich schlafen gehen wollen, aber... Dadurch, dass es ja scheinbar aktiv hilft, Akne loszuwerden... Mach das mal. Überleg trotzdem, ob man das nicht ihr irgendwie gibt. Auch schon schlaflos durch die Welt laufen zu dürfen. So, alle drei sind jetzt fertig. Aber dadurch, dass andere Leute auf dem Lot unterwegs sind... Was ist das da? Gut in Inventory. Okay, also die Leute sind immerhin dankbar, dass wir hier Essen hinplatziert haben. Alles klar. So, du hattest eigentlich jetzt irgendwie Sporttraining, hieß es, ne? Wo ich dann schon wieder fragen darf, was muss ich dafür tun? Deswegen zum Beispiel als Job taucht das hier nicht auf. Muss ich da irgendwie sie anklicken, was ich zum Beispiel dank dem Schlafen gerade nicht tun kann? Not quite sure. Ja, sie ist als erste natürlich zu Bett gegangen. Sieht aus, 4 Stunden hast du noch Zeit. What's up? Night on the town. Wir haben also local businesses. Ja, das ist okay. Great, ja. Das heißt also hier, die eine Kabuchte da unten wird vermutlich order. Moment, da ist jemand. Order food to go. Okay, wach mal auf. It's time to haggle. Oh, Moment. Wir kriegen Essen kostenlos. We don't need to haggle. Croissant. Sweetbread. Scone. Cinema Roll. Okay. Und wenn du das dann geholt hast, dann ist danach eigentlich schon... Holy moly, wie viele Leute auf einmal hier sind. Ich warte nur darauf, dass unsere Eltern hier noch auftauchen. Start of term. The Colts University term begins today and will last for 5 weekdays. She should take a look at her class schedule and plan on when to do her homework and study, when to eat and if there's time left, when to kick back and have some fun. Das ist die eine große Sache, die vermutlich das große Problem wird. Wann man tatsächlich die Zeit hat, mal was anderes zu tun. Okay, du hast immerhin hier schon mal den Anfang gemacht. Great. Dann würde ich sagen, ihr braucht eigentlich beide. Nee, du bist gut dabei. Gut. Dann steh auch du mal auf Order Food to Go. Und ich nehme auch wieder hier einfach alles in Anspruch, was ich kriegen kann, logischerweise. Ich mich jetzt schon wieder frage, sollte ich mir auch einen Kühlschrank ins Zimmer stellen? Damit das alles kein Problem ist. Okay. Und dann musst du auch schon gleich hinterher auch duschen gehen. Bei dir... I don't know, thoughtful shower?
Okay, also wir haben hier einige Leute. Dwayne Franelli. Oh boy, bist du fertig. Okay, dann unbedingt use. Und dann... Oh, das ganze Zeug wurde ernsthaft aufgegessen, ey. Amelia has a Rika moment. Ist das mehr oder weniger ihr erster? Fühlt nämlich schon. Okay, sorry, aber ich würde mal sagen, du musst mal so ein bisschen das jetzt hier vorziehen. Das Lustige ist ja tatsächlich, dass... Was ist das hier eigentlich? Achso, da ist Mail. Oh, das heißt also gerade hier, Emily wird vielleicht unser MVP sein, wenn sie hier regelmäßig neue Songs hinzufügt. Weil sie ist die Person, die aktuell hier für uns Geld verdient. Und ich denke, es sollte klar sein, was ist das eigentlich? Put away whatever. So, write a song. Solve hard problems. Where are you? Oh, sie hat sich kurzfristig entschieden, eher den Hamburger zu essen, als das, was sie da jetzt aktiv vorbereitet hat. What? Ah, alright, I guess. So, starts in an hour. Oh boy. Sie versucht sich da irgendwie durchzupressen. Ernsthaft, was tust du eigentlich? Irgendwas put away. Oh, sie hatte Zeug noch nicht mitgenommen. So, jetzt hat sie auf jeden Fall, ja, volle Hose gleich. Und... Oh. Man, sag mir doch nicht, dass du jetzt erst dahin gehst und Essen holst. Irgend sowas. Okay, du hast auf jeden Fall irgendjemanden gefunden, mit dem du reden kannst. Yes. Du musst dich erst... Get to class early. Really now. Okay, sie ist auf jeden Fall jetzt schon mal hier hingelaufen. At university class. Ja, sie ist einfach frühzeitig hier hingelaufen. Alles klar. So, kann man dir helfen? Get early at university class. Du wirst noch kick soccer ball with Tina. What? Auf den Toiletten? The hell? So, Mädel, du hast es auf jeden Fall jetzt noch nicht geschafft, hier hinten kostenloses Essen mitzunehmen. Dann mach doch mal bitte. Croissant. Sweetbread. Scone. Und... So, sie hat auf jeden Fall jetzt hier schon Level 2 in Painting erreicht. Also, auch hier mehr oder weniger die gleiche Idee. Dass sie nebenbei Sachen lernen. Wenn sie... Mit Emily starts in an hour? Oder ist das alt? Ist das alt? Ist das neu? Muss ich mir Sorgen machen? At class. Nope, sie hat danach sofort die nächste Sache. Moment, bis 55. Okay, sie hat 5 Minuten zwischen den Klassen. Uff. Du hast... At class. Okay, und dann hat sie 4 Stunden Zeit. Okay, hier war es dann also nicht clever. Wir hätten also Sourcing Data als erstes eigentlich als Hausaufgabe verfolgen müssen. So, schaffst du es, das ganze Zeug? Nope. Velma is calling to chat. No. Wir müssen zur Uni. Zu unseren Klassen. Can no self-publish books auf Level 2 ist lustig. Put in enough work to get a decent grade out of that class. Though she saw some other students seeming to learn more proactively. Still Nicole thinks this will help with her final grade. Okay. That kind of effort will be great help. Okay, okay. Alles klar. Ja, und dann ist jetzt hier leider so ein bisschen der traurige Aspekt, dass Highschool aktiv mehr macht als University. Klar, man lebt hier auf dem Campus, aber in die Klassen selber darf man nicht mit dabei sein. Oh Gott, was laberst du denn da an, Asami? So, du musst... Sie gibt ihr Bestes. Don't hate. Appreciate. What are you? Wer hat dich ausgebuddelt? Kennen wir uns? Nein, aber sie ist auch eine Entscheidung. Das ist auch eine modische... Oh, und Ring ist auch noch angezogen worden. Aus dem Weg. Das ist... Ja, that's a style. Fehlen nur noch halt die Tennissocken. Und Zirpa. Aksawa. Skiba Glash.
I don't want to talk to those. Okay. Als nächstes. 2 Stunden. Da hast du die Hausaufgaben gemacht. 4 und 3 Tage. Okay, da musst du natürlich Sourcing einfach als nächstes verfolgen. Sourcing. Wenn wir schon bei Miss Wiener sprechen. What the fuck? What the fuck are you doing here? You goober. Deswegen, wir hätten mit der Familie einfach hierher ziehen können. Hier taucht einfach alles und jeder auf. Ansonsten, was passiert hier gerade? Ich meine, es ist natürlich angenehm, dass wir hier Dumpfbacken haben, die einfach aktiv... So, was ist dein Problem? Du hast extremsten Hunger. Wie wär's, wenn du dich darum kümmerst? Hier liegt Essen auf dem Boden. Grab. Miho, okay. Jenny Winter. Ja, eine Handvoll von denen kennt man schon. Aber genug neue Sims dabei. Loomis, den Namen haben wir auch schon mal gehört. Ja, hier ist sehr viel Müll. Ist hier wirklich kein Mülleimer? Also was... Ich hole mal tatsächlich einer dieser modernen Mülleimer. Ist zwar auch so fast wieder zu aggressiv, weil der scheinbar Geld nebenbei gibt, wenn Leute tatsächlich den nutzen, aber das Zeug... Achso, Moment, the Trash Chute? Ist das Ding hier irgendwo angebracht? Da. Das ist es doch, oder? Genau. Okay, also es ist schon durchaus möglich, dass Müll weggeräumt werden kann. Es tut nur keiner. Yes, true to life. Ja, hier haben wir auf jeden Fall Molding Clay. Ich glaube, der eine Hase, den wir da vorhin gesehen hatten, das war auch Teil davon. Ist hier das abgestellt und da kam jemand sofort und hat Joink gesagt, um das mitzunehmen. So, du hast dich wirklich einfach hier auf den Boden gesetzt, ey. So, wie sieht's eigentlich bei dir aus? 5 days, 5 days, 3 days. Okay. Moment. Beginning Brushwork wurde jetzt abgeschlossen. Das heißt also, jetzt kannst du es eigentlich schon wieder machen. Okay, Beginning Brushwork, gefolgt von Violine. Ah, wir werden schon wieder von Tina angeschwatzt. So, what are you doing at University Class? Moment, du musst in der Klasse gerade sein? Oh, fucking hell, come on, girl. What are you doing? Du rennst irgendwo hin. 2 Stunden hast du noch. Homework complete. Da hast du 5 Tage noch Zeit. Ja, es war ganz nett und niedlich und so, aber halt... Meets of Strength. Oh no, sie hat irgendwo ihr Hausaufgabenheft liegen lassen. Ach, Gott sei Dank. Is that yours? It now is. Put an inventory, please. Get to class early. No, stop. Moment, jetzt hast du es gerade aus deiner Hand gezogen. What? Ha? Huh? Okay, jetzt hast du noch eins. Meets. Okay, du hast wirklich nicht viel Zeit, bis das Zeug wird. Okay. Wie viel kostet ein kleiner Kühlschrank? dann ziehen wir das vom Geld auch gleich nochmal ab. So, der da im Endeffekt. 400, 500 von mir aus. Gut. Yep. So, dann... Money. Also. Gut. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, mal hier reinzugucken. Genau, der ist natürlich komplett leer. Aber das da drin zu haben... Spoiled. Great. Dann schmeiße ich das hier auf den Boden. Jemand anders kann Spaß damit haben. No. No. Stop. Achso, dadurch, dass du in einem Rabbit Hole bist, kann ich dich gerade nicht anrühren. Okay, du hast auf jeden Fall einen von denen schon abgegeben. Das heißt aber jetzt, wir haben ein paar Tage daraus jetzt gemacht. Good enough work. Decent great. 8 indeed. So.
Was steht denn als nächstes an? Als erstes würde ich sagen, mehr essen. Deswegen mach einfach mal das da weiter. Du hast 3 Tage, 4 Tage Zeit. Wow, das ist genug Zeit, um mal tatsächlich was abzuschließen. Das ist für dich natürlich super angenehm. Das heißt also, wir könnten auch ernsthaft gucken, hier diese Presentation in der Zwischenzeit abzuschließen. Was ist eigentlich hier los? Play Juice Pong. So wird es also heutzutage genannt, aha. So, wie wär's, wenn du nicht mit Leuten redest? Wie wär's, wenn du bei der Klasse wärst? Ah! Okay, dadurch, dass es scheinbar eh nicht deiner ist. I don't know. Sie hatte eins in der Hand und dann hast du das wieder verloren und. I don't know. Deface Statue. Ich meine, ist eine langweilige Statue, aber. Deswegen, da muss schon irgendein Typi sein, irgendeine Bronzestatue, wo man den Kopf absägt oder irgend sowas, aber noch nicht einfach nur ein Buch. Level 3 in Cooking. Mein Glückwunsch. Hast du es auch abgeschlossen? Achso, ja, richtig. Und dein Zeug kann ich jetzt auch noch da reinschmeißen. Open. Yoink. Yoink. Hey, Nicole. It's Nick. Do you want to hang out tonight? Who? The Noble Arms. No. Kommt einfach zu mir. Das ist einfacher. Okay, du hast jetzt Zeit, hieß es. Das heißt also, du darfst das erstmal schnabulieren. Und dann geht es eigentlich darum, in der richtigen. Oh, was ist los? Awaiting acceptance. No, you don't. No, you don't. Naja, okay, sie war ja immerhin diejenige, die dahin gecheatet worden ist. Okay. Dann ist es wenigstens noch nachvollziehbar. Gut. 3, 3 ist also als erstes. Okay, das eine hast du ja schon angefangen. Sourcing. No, ist doch das eine erst auf, Mädel. No. Okay, wo gehst du jetzt hin, um das Schokolade. Welches Chocolate Croissant willst du jetzt essen gehen? Und das hier ist angeblich immer noch gut dabei, obwohl es hieß, es sei spoiled. Wir werden auf jeden Fall gucken, jedes Mal, wenn irgendjemand Essen droppt, dass wir das uns einfach klauen. Aha. Okay. So, Patricia, du hast angeblich schon genug getan, was mich freut. 3, 3, 3. Okay, also die haben alle jetzt hier mehr oder weniger das Wochenende plus, um hier Sachen fertig zu machen. Das heißt, wir machen weiter mit, von mir ist jetzt erstmal Fitness, dann Meats Cooking. Mein Problem ist, ha, Idiot, wo hat sie ihre Hausaufgaben wieder mal liegen lassen? War sie nicht diejenige, die auf dem Boden? Nee, das war die Schwester. Okay, hier ist immerhin was los. Gott, ja, sie hat noch mehr Kuchen in ihrer Tasche. Das heißt also, jupp. Da wird einfach sofort zugeschlagen. Oh, ich dachte erst, es wäre Velma. No, nicht ganz. Ob ich mich dann schon wieder frage, was sie bei University Items. You know what? Find noch mal heraus, was sich dahinter befindet. The Spice Festival is in town. Nur nicht. Ich meine, das wäre cool, wenn hier gerade neben zum Beispiel dem da auch sowas hier aufploppen würde. So. Posters. Bikes. Character-defining rugs. Oh, ein Easel. Das wäre. Ja, Mini-Fridge. Ja, haben wir jetzt einfach so gekauft. Oh, ja, okay. Vielleicht sollte man das ernsthaft überlegen, sich zu holen. Aber damit man so ein bisschen nebenbei was hat. Okay, also der Witz ist wirklich einfach, dass man hier Sachen kaufen kann. Das kann man auch so ein bisschen aufteilen. Academics. Oh, richtig. Hier sind ja Kursdinger, die man kaufen kann. Of course. Wir nehmen Communications mit, wir nehmen Culinary Arts mit und Fine Arts? University Homework. Ja, dadurch, dass ich nicht weiß, wo du denn Zeug hast. Okay, also ich weiß, die beiden haben wir. Mach ich auch nochmal ganz kurz sicher. Culinary Arts, das ist dein Ding. Genau. Communications, das ist ihr Ding. Und was hattest du nochmal offiziell? Fine Art, okay. Dann kauf nochmal. Nupsa! Thanks for purchasing. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Fine Arts, das da. Yep, ist ein bisschen Geld, aber vielleicht hilft's ja. Fine Arts.
Okay, du machst gerade Hausaufgaben, während du von Müll umringt bist. Holy shit. No. So, throw away. You know what? Hör mal kurz auf mit den Hausaufgaben. Oh, hier liegt das Heft. Deswegen mach mal ganz kurz. Und dann lies mal dieses Buch. Ich will mal wissen, was das... Ach so, das sind einfach die Study für die unschließten Ecken. Okay. Und es ist auch schade, dass zum Beispiel hier nicht einfach hervorgehoben wird, wie viel man jetzt hier schon gemacht hat. Serenading. Serenading ist die nächste Aufgabe. Hier, das da. Let's go. Ach, das ist unser einer. Ich wollte schon sagen, wer steht denn da unter der Dusche? Ah, du bist schon wieder müde. Really? Aber ich glaube, dich hatten wir auch so ein bisschen früher aufstehen lassen. Also irgendwo muss das hier herkommen. So, not started meets. Hatte ich das nicht eigentlich gesagt, dass sie das tun soll? Ja, ja, weil du willst nämlich jetzt schon schlafen gehen. Wir sagen meets. Und dann feed north. Okay, warum bist du hier drin? Who are you? Esports matches take place every Friday, 6 p.m. Tickets can be purchased. Yes, I guess. Maybe, I guess. Practice singing. Start cheer. Here? Attend. Join sports team. A sports team. What? Huh? Join a sports team. The drama... I don't know. Attend game. I guess. I don't know. Warum muss ich ein Ticket kaufen, wenn ich da aktiv dran teilnehme? Ach so, hat sie überhaupt die E-Sports-Sache bekommen gehabt? Gar nicht sicher. Gar nicht sicher. So, gehst du da jetzt eigentlich hin oder tust du nur so? Sie tut nur so. Okay, dann mach doch mal bitte deine Hausaufgaben weiter. Sourcing Data. Ich meine, mach dein Modding-Ding da. Oh, Modding wurde abgebrochen. Alles klar. Ich meine, hier ist es meines Erachtens wiederum cool, dass sie dann wenigstens alle so ein bisschen miteinander abhängen und nebenbei die Hausaufgaben machen. Okay, eine Hausaufgabe hast du abgeschlossen. Die nächste darfst du ganz gerne mal starten. Was ist eigentlich los? Argument Anger. These roommates are nothing but arguments and anguish for Emily. Come on, du kannst dich hinsetzen. Es ist aber trotzdem so ein bisschen merkwürdig zu sehen. Teens und Young Adults dürfen hier mitmachen und... Vielleicht ist es nicht unrealistisch, dass hier mal der ein oder andere Erwachsene auftaucht. Spirit Corps Member. Okay, yoink. Ist cool, dass sie das machen. So, das hatten wir alle ausgenutzt. Jupp, sehr schön. Das gibt also in der Hinsicht auch schon mal Belohnungen. Okay. Dann lass doch mal hier mal so ein bisschen reingucken. Warum hast du immer noch Akne? Ich hab's doch deaktiviert. Du siehst irgendwie falsch aus. Ja, Monka S, genau. So, was machst du gerade? Read Violin Classic. Warum auch immer du das Buch hast. Hast du hier Zugriff auf unsere Bücher? No, okay. Hast du schon wieder dein Hausaufgabenheft weggeworfen? Mädel, reiß dich doch mal zusammen. Okay, eine Sache hast du abgeschlossen, dass du in 3 Tagen machen musst. Dann würde ich doch mal sagen, einer von denen ist deiner, der da. Farblich sogar passend. Capture Information. Mach doch mal. Und ich würde sagen, du gibst mal bitte das Buch nicht ab. No, don't, no. Okay. Wehe, du hast denn jetzt ein Buch damit geschenkt. Ja, hier ist das E-Sports-Ding, an dem sie aus irgendeinem Grund jetzt nicht teilnehmen wollte. Ach so. Moment. Attend with myself. And Sophia Flowers, I guess. You know what? Geh mal hin. Warum nicht? Ist immerhin so eine Sache für dich.
Während ihr jetzt hier so nach und nach eure Hausaufgaben abschließt. Ich hatte die ganze Zeit Musik gehört und ich hatte Sorge, dass man mir die Violine mal wieder meinte zu klauen. Noch nicht. Noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wann ich den nächsten Song auswählen darf. Hatte ich nicht gesagt, dass hier keiner rein darf? Allow access to Household. More choices. I don't know. Unlock for specific Sims. Oh. Okay, ich hoffe mal, dass es das jetzt vielleicht tut, weil ich so finde, dass sie da einfach alle reinrennen. So, sie genießt ihre Zeit hoffentlich mit dem E-Sports-Turnier. Und du musst dringend ins Bett. Let's go. So, du bist noch nicht fertig. Wie sieht's mit Patricia, meine Liebe. Hast du... So, du kannst natürlich auch einsehen. Ja, zwei von denen immerhin. Gut. Das heißt, wir müssen noch Term Papers schreiben. Für zwei von denen. Keine Presentation. Das heißt also, Emily hat die Ehre, das zu tun. Und du hast vor allem noch genug Energie. Dann wollen wir das eigentlich auch schon ausnutzen. Mach das eine fertig und start das nächste. Oh boy, die haben es doch drin geschafft. Gott, dammit. Arme Säcke müssen hier wirklich halt mehr oder weniger konstant ihre Klamotten anhalten. Okay, what is happening with your face? Deswegen, das sollen ja irgendwelche Antennen darstellen oder vielleicht Augen oder sowas. Könnt ihr die aufhören, nebeneinander zu stehen, damit ich mir den noch besser angucken kann? Da sind ein paar schräge Gestalten mit dabei. So, wir haben ja auf jeden Fall hier schon mal den Anfang gemacht. Da sieht doch schon mal nach was aus, anders als hier. Aber scheinbar habe ich ihr wirklich keine Zeit gegeben. Okay, dann kommen wir hier für heute langsam zum Ende. Das ist der Anfang des Universitätslebens. Wir werden wirklich... Oh, hey, wow, 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 what the fuck happened? Mädel. Eventuell, ja, Mädel. Marisha. Wie hast du es geschafft, das Ding... Achso, wegen Shake. Okay, funktionieren zwei von denen jetzt schon etwa wieder nicht mehr, oder wird es... Ach, ganz großes Kino. Gut. Irgendwelche Aussagen zu dem E-Sports-Ding? Go Team! Cheers and celebrations all around. That was an intense game, but it ended in a win for Nicole's school. Trusting the universe. Still trusting the fucking universe, eh? Gut, dann kommen wir für heute hier zum Ende und machen wirklich ganz simpel hier beim nächsten Mal genau dort weiter. Ich bin euch einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.